Lifetime in repeat. Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fracture Space, zurück zu einer neuen Folge und auch zur letzten Folge von Fracture Space. Und dementsprechend spiele ich heute auch mit meinem absoluten Lieblingsschiff und das ist die Destroyer. Naja, war auch irgendwie ein bisschen klar, dass das die Destroyer war. Weil, so wie ich sie teilweise in manchen meiner Folgen in den Himmel gefeiert habe, ja, war es eigentlich schon offensichtlich, dass sie es ist. So. Dementsprechend hoffe ich natürlich, dass wir jetzt nochmal einen Sieg davon ziehen können. Das war ein bisschen bezweifeln mag, aber womit das ist vorher so zum Abschied noch. Na komm, wäre doch was Schönes. So. Woher kam denn der jetzt? Der Pionier. Da hinten sind zwei Pioniere. Na, ihr kleiner Entdecker. Hallöchen. Ich hoffe, ich störe nicht zu sehr. So, na komm. Ja. Nice, das liebe ich. Wenn die Gegner versuchen, wegzujumpen und sich damit zu retten, das ist echt einfach das Schönste. So, das war die. Das sieht doch bis jetzt tatsächlich eigentlich ganz gut aus, so wie wir bis jetzt voranschreiten. Na komm. Ah, wir können Upgrade machen, okay. So, um mir natürlich auch hier so ein bisschen die Teile damit zu nehmen. Wo? Warte. Da! So, was der kann, können wir aber auch. Wir können nämlich auch mit Raketen um uns werfen. Danke! Ist auch immer wieder schön. Okay. Das war jetzt... Habe ich gerade noch meine Raketen abgeschossen? Oder waren das jetzt Raketen von jemand anderem? Ich glaube, das waren die Raketen von irgendjemand anderem. Ich glaube, ich musste Beta. Das sieht nämlich hier nicht so prickelnd aus, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Sag mal, wir sind da bei Beta hin. Ghost. Okay, dann jumpen wir mal dorthin und hoffen, dass wir dort noch retten können, was zu retten ist. Wenn dort überhaupt noch irgendwas ist. Genau, jetzt natürlich kommt etwas zum Upgraden. Wundervoll. So. Ich weiß es gerade gar nicht. Wie geht's denn hier? Nee, komm. Wir nehmen noch die Leviathan ins Kreuzfeuer. Die vernichten wir noch. Und dann jumpen wir rüber. So, und jetzt jumpen wir. So, ist hier schon ein Gegner? Nee. Scheint sind wir die Ersten. Ah, nee. Da hinten kommt eine Protektor. Und Executioner. Okay. Ich dachte schon, wenn jetzt nur die Protektor käme, das wäre ja ein bisschen langweilig. Aber ich sollte jetzt mein Glück auch nicht herausfordern. Weil ich nämlich hier gerade kein Backup habe. Doch, habe ich. Jetzt ist das Backup da. Okay. Alter! Das ging fix. Das ging echt fix. Das ging mir ehrlich gesagt etwas zu fix. Wie schnell ich da hops gegangen bin. So, dann beschäftigt die mal noch ein bisschen.
Bei Alpha ist jemand. Freundchen? Das kann so jetzt aber nicht sein. Wo bist du? Da. Eine Pionier. Na komm. So, das war der. So. Fliegen wir mal rein, reparieren wir unsere Destroyer noch mal kurz. So. Wunderbar. Okay, jetzt sind wir mit unserer Destroyer wieder vollkommen einsatzbereit. Was mir auch sehr gut gefällt. So, was haben wir da hinten? Dort hinten haben wir eine Leviathan. So, dann können wir hier ja schon mal ein bisschen aufleveln. Das war jetzt nicht so viel, aber ein bisschen ist es was. So, na komm. Oh, da hinten sind einige Gegner. Die Pionier, Leviathan, ist da hinten eine Protektor? Nein, da hinten haben wir nur zwei Pioniere. Da ist die Protektor. Obwohl, die Pionier ist jetzt momentan etwas von ihr weg, ne? Eventuell konzentrierte sie sich zu stark auf die Leviathan, sodass ich mich in Ruhe um ihn kümmern kann. Das war doch gut. So, na komm. Ich weiß, jetzt kommen. So. Okay, den Kampf können wir nicht gewinnen. Der ist schon mehr oder weniger entschieden. Protektor, bist du da? Nein, bist tot. So. Okay, aber wir konnten einige Schiffe, ich sag mal, gut angreifen. Was machst du da, Ghost? Achso, du lässt dich reparieren. Wohl, du bist wohl repariert. Okay, ich spiele jetzt mal aggressiv und gehe jetzt zu Alpha. Oder vielleicht doch nicht. Je nachdem, was ist da? Die Execution. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich gehe zu Alpha. So. Da hinten haben wir die Pionier. Das sind vier Schiffe. Naja, denen müssen wir Parole bieten, ansonsten kommen die durch. Das ist jetzt so das Problem, vor dem wir stehen. So, ich freue mich jetzt natürlich. Ah gut, wir haben eine Person im Rücken. Was jetzt natürlich auch nicht die Welt ist. Na toll. Okay. Ich hoffe mal, dass es auf der anderen Seite besser aussieht. Ein bisschen. Ein bisschen besser sieht es aus. Aber hier sieht es einfach nur schrecklich aus. Protektor, Pionier, Pionier. Zum Heulen. Immerhin, unser Scharfschütze kriegt hier einiges hin. Das freut mich ja. Also das freut mich tatsächlich, dass er das so hinbekommt. Da
Das ist ja jetzt Gamma 2, ne? Ja. Na komm, du kriegst die Leviathan fertig. Du kannst es schaffen. Du kannst siegen. Eventuell, ich weiß es nicht. Okay, jetzt diskutieren wir hier mal kurz mit. Das kann ja nicht sein, dass die sich hier gerade Alpha schnappen. Freunde? Das schießt du nicht. Na toll, der ist durch. Okay. Dann geben wir dem aber noch die Breitseite. So. Jetzt muss ich nur noch. Problem ist. Gut. Müssen unser Schiff reparieren lassen. So, eigentlich würde ich ja jetzt sagen, wir lassen die jetzt einfach kommen. Weil es bringt ja jetzt nichts, dorthin zu jumpen. Und im Gegenteil. Es gereicht uns eher nur zum Nachteil. Da hinten haben wir wieder eine Pionier. Ist ja schön zu sehen. Und eine Leviathan. Okay. Du bist jetzt leider nicht so das, was ich sehen will. Tut mir sehr leid, das zu sagen, aber es ist so. Okay, ich möchte mal anmerken, dass das echt schnell ging. Wenn wir jetzt noch die Pionier mitkriegen, das wäre ein Traum. Komm, trifft, 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 trifft. Ja, nice! Okay, wundervoll. Das ging echt gut. Aber das ist die Ex. Na toll. Okay, ich hasse das, wenn die sich einfach so wegteleportieren, während man eine der kostspieligeren Attacken gerade versucht, auf sie anzuwenden. Ist echt nicht schön. Okay, da ist wieder eine Pionier. Zu der sage ich natürlich auch wieder Hallo. So. Da ist die. Exi. Ich meine, die Executioner hat heute aber auch ein Glück, dass die ganze Zeit über andere Gegner kommen. Um die ich mich dringender kümmern muss. Unter anderem, oh, ganz voran, Protektor. Okay, kommt, ihr könnt es echt schaffen. Also, ihr könnt wirklich dort durchbrechen. Wenn wir jetzt keinen absoluten Scheiß bauen, können die das sogar tatsächlich packen. Weil, was ich mir ja auch ganz ehrlich frage, wirklich, was macht die Overseer dort vorne? Das ist ein Sniper, der hat nichts dort vorne zu suchen. Also klar, er hat es hingekriegt, ein paar zu zerstören, das will ich auch nicht von der Hand weisen, ganz im Ernst. Aber, die sind ein bisschen zu weit vorne, genau. Einfach mal ein bisschen weiter nach hinten und von hinten nach vorne aus angreifen. Wundervoll. Kann ich die da alleine lassen? Ich weiß es nicht. Ich hasse es. Hals im Beinbruch, mein Freund. Ja, danke, dass du es für mich einfach machst. Danke, dass du es für mich schnell gemacht hast. Okay. Die Leviathan dort ist weg. Wundervoll. Können wir direkt dort. Bingo! Wundervoll, wir haben Beta 1 gedeckt und sind jetzt schon wieder bei Alpha. So stelle ich mir das vor.
Ja, auch wenn ich mir das hier jetzt nicht so vorstelle. Was ist denn da hinten? So, der ist weg, wundervoll. Da hinten unsere. Irgendwie nicht so schön. Wir fliegen mal nach unten. Och nö. Ja, toll. So, komm. Und die sind tot. Ich möchte immer noch sagen, dass die etwas zu nah dran ist. Meine Güte. Komm, du musst es einfach nur 20 Sekunden durchhalten und ich bin da. Wirklich. Meine Güte, ich kann auch nicht mehr schreiben. Na, komm, 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 komm. Wenn wir Gamma haben, juckt uns Beta und Alpha nicht mehr. Das ist halt eben die Sache. So, mein Freund, da sehen wir uns wieder. So, erstmal wieder alles reindrücken. In der Hoffnung, dass auch alles trifft. Kommt. Na, scheiße. Okay, das kriegen wir nicht mehr hin. Mist. Ah, Menno. Schade. Ja, jetzt marschieren die ganzen Gegner durch. Die Gegner haben natürlich auch schön Damage Boosten. Oh Gott, nee. Oh, das ist ein. Naja, okay. Ich glaube, das ist jetzt so ziemlich vorbei. Kann man so sagen. Wäre jetzt natürlich unglaublich, wenn wir die Attacke ablocken könnten. Warte mal. Ich kriege es jetzt nicht ernsthaft hin, die Attacke abzublocken. Oh Gott, die kriegen es ernsthaft gebacken. Okay. Okay. Das ist schön. Die haben auch nur 19%. Geh direkt mal zu Alpha. Wo bist du jetzt hin?
Der ist da hinten. Was ist das für ein Teleport? Jetzt mal im Ernst. Wundervoll. Warum teleportiert der sich weg? Ich weiß es nicht. Soll mir aber auch eigentlich nur recht sein, weil dadurch haben wir jetzt hier mehr Zeit, das hier in Ruhe alles einzunehmen. So, komm. Na komm, Executioner. Ich möchte eigentlich jetzt nur noch die erwischen. Na, war ja klar. Aber du bist gar nicht mal so weit weg. Okay. Wir müssen es einfach nur schaffen, auf einer Seite durchzubrechen und dann den Laden aufzuräumen. Also hier sieht es ja momentan etwas happig aus, aber... Naja. Also ich springe zu Alpha und lasse die bei Beta machen, was die wollen. Bei denen läuft das ja gerade sehr gut. Außer bei halt eben bei Alpha, da sieht das überhaupt nicht gut aus. Warte, die kriegen es hin bei Beta. Sie sind durch! Yay! Super! Okay, komm, schnell, beeilen. Bis zur Enemy Base. Oh, jetzt sind schon die ersten Gegner da. Okay, dann komme ich jetzt doch mal hinterher, so. Wundervoll. Okay. Komm. Funktioniere, funktioniere, funktioniere. Ja, nice. Wir sind durch. Wir sind durch. Wir haben es geschafft. Okay, komm. Das räumen wir jetzt hier mal auf. Damit wir beim zweiten Angriff nämlich dann in Ruhe hier auf die Gegner konzentrieren können. Oder wollen wir uns jetzt schon auf die Gegner konzentrieren? Wir hauen drauf. Na komm, die hält eh nicht viel aus. Außer halt eben, wenn wir nicht treffen. So. So, okay. Mann. Okay, wenn wir jetzt Gamma nochmal bekommen und dann mit Gamma nochmal auf die Enemy-Base draufgehen können, also das wäre echt ein Traum. Und ich hätte mich mehr auf die Geschütztürme konzentrieren sollen. Ich hätte die eher alle aufräumen sollen, als die da wegzukriegen. Da ist die Protector. Ihr müsst die Protektor zerstören, Leute. Na, toll. So, na komm, dann müssen wir denen noch versuchen, wenigstens das Gamma wieder abzuknöpfen. Ja,
Na komm. Ja, toll. Ach Mist. Ja, die überrennen das jetzt. Okay. Na dann. Da haben wir mal wieder verloren. Na dann, ist es aber auch nicht so schlimm. Habe ich jetzt zweimal na dann gesagt? Egal. So, dann auf Wiedersehen zu einem anderen Let's Play. Ich weiß noch nicht welches, ich muss mal gucken.